Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Ich sage zurück, weil ich so ein bisschen hoffe, dass Sie schon andere Videos von mir zu diesem Thema Projektarbeit gesehen haben, denn in jedem Video greife ich einen Aspekt besonders auf. Also sollte das nicht der Fall sein, schauen Sie bitte auch, soweit es für Sie wichtig ist, die anderen Videos, die ich gemacht habe zum Thema Projektarbeit. In diesem Video heißt es Projektarbeit drei Phasen, denn aus meiner Sicht hat dieses Projekt Projektarbeit im Wesentlichen drei Phasen. Und ich will Ihnen das mal zeigen, wie ich das persönlich sehe, sodass Sie eine Orientierung haben und vor allem auch die letzte Phase nicht unterschätzen. Sie werden gleich merken, was ich meine. Die erste Phase ist aus meiner Sicht die Planungsphase. Die erste Phase ist die Planung. In dieser Planungsphase steht im Mittelpunkt Ihrer Projektarbeit gar nicht so sehr der Text, sondern die Gliederung. Ich habe das an anderer Stelle ausführlicher erläutert. Die Gliederung ist Ihr Routenplan, Ihr Marschplan. Ihre Gliederung muss sicherstellen, dass Sie in die richtige Richtung laufen und die richtigen Zwischenstationen einlegen mit der richtigen Gewichtung. Und das Schreiben ist dann quasi das Marschieren. Und es gilt, Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Das heißt, man kann mit aller Kraft und mit voller Geschwindigkeit in die falsche Richtung marschieren. Und das passiert, wenn man keine gescheite Gliederung hat. Wenn man eine Gliederung hat, dann hat man eine Orientierung. Dann weiß man, aha, das sind meine Punkte, die muss ich jetzt abarbeiten. Und diese Punkte stellen sicher, dass ich am Ende der Projektarbeit mein Versprechen eingehalten habe, das ich durch den Titel der Arbeit gegeben habe. Also im Mittelpunkt der Planungsphase steht im Wesentlichen die Gliederung. Und da ist es natürlich gut, wenn Sie eine Betreuung haben, jemand, der Ihnen so ein bisschen hilft und auch ein bisschen Feedback gibt und sagt, ist dieser Punkt wirklich nötig und sollte nicht der andere Punkt da mehr betont werden und hin und her, solche Dinge. Ist das erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Ja, man darf, man soll, man muss ein solches Projekt wie die Projektarbeit, genau wie Diplomarbeiten, genau wie Doktorarbeiten, muss man auch mal mit anderen Leuten diskutieren. Man muss Feedback einholen. Ja, man muss natürlich schauen, von wem und mit wem diskutiert man da. Na, das sollten dann schon auch Leute sein, die wirklich auch gescheiten Input geben können. Ja, aber das sollte man tun. Na, das ist diese Planungsphase. So, die zweite Phase ist dann die Ausführung. Nachdem Sie quasi Ihren Routenplan bestimmt haben, das ist die Gliederung, in der zweiten Phase schreiben Sie die Arbeit, ist also das Schreiben der Arbeit. Ja, jetzt bringen Sie Ihre Gliederung in komplette und logisch hintergeschaltete Sätze und arbeiten quasi Ihre Gliederung ab. Das ist die zweite Phase. Ja, und dann bin ich doch nicht fertig. Nee. Und jetzt kommt es nämlich. Die dritte Phase, und die unterschätzen die allermeisten Leute, ist die Optimierung, die Optimierungsphase. Wird von den allermeisten Leuten völlig unterschätzt. Die denken von vornherein, nach der zweiten Phase bin ich fertig, kann ich das Ding endlich abgeben, Gott sei Dank, ja, und hoffentlich muss ich das nie mehr in meinem Leben machen und so weiter. Hoffentlich bestehe ich jetzt, war ja schrecklich und so weiter. Sie unterschätzen oder sehen gar nicht die Kraft der Optimierungsphase. Und was Ihr Zeitbudget angeht, ist es im Prinzip gut, wenn Sie die erste und die zweite Phase möglichst schnell abschließen, damit Sie innerhalb der 30 Tage Zeit haben für die Optimierung. Ich würde mal sagen, dass für diese Optimierung 5 bis 6 Tage ein guter Wert sind. Das heißt, im Prinzip sollte man die Arbeit nach, sagen wir, 24 Tagen oder 23 Tagen
fertig geschrieben haben, in dem Sinne, dass man die Ausführungsphase abgeschlossen hat. Sagen wir 24 Tage, dann 5 Tage Optimierung und dann noch ein Tag für Binden und Abgeben oder so etwas. Ja, unterschätzen Sie bitte auch nicht, ich will es nicht vierte Phase nennen, aber ich nehme doch den Punkt viertens hier mal auf, das Abgeben. Ja, und ich überlasse es Ihnen, ob Sie in die Optimierungsphase das Binden oder auch Schnellhefter ist ja bei den meisten erlaubt. Also Sie müssen da nicht die große Materialschlacht machen. Ne? Erkundigen Sie sich, Ihre Kammer gibt Ihnen genaue Anleitungen. Aber ich war 12 Jahre im Ausschuss, das meiste, was wir bekommen haben, war Schnellhefter. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, so sagen die Seiten durchnummeriert sind, damit sichergestellt ist, dass da nicht jemand da noch was einfügen kann oder nachher behauptet, es habe jemand Seiten rausgenommen oder sonst irgendetwas. Ne? Also Sie müssen das Ding nicht unbedingt binden, es sei denn, Ihre spezifische Kammer oder der Ausschuss in Ihrer Kammer verlangt das. Aber auch hier muss man ein bisschen Zeit einplanen, das Ding wirklich sicher zur Post oder vielleicht sogar zur Kammer direkt zu bringen. Ja, unterschätzen Sie das nicht. Ja, dass zumindest Sie müssen dann auch noch vielleicht zur Post fahren. Sie müssen sicherstellen, dass die Post geöffnet ist. Sie müssen sicherstellen, dass Sie einen Beleg kriegen, dass Sie es rechtzeitig eingeliefert haben und so weiter. Also da sollten Sie vielleicht auch noch einen Tag für einplanen. Das ist auch etwas, was Leute total unterschätzen. Ja, dass das Ding erst fertig ist, wenn Sie es zumindest auf den Postweg gebracht haben und dafür einen Beleg haben. Oder besser noch bei der Kammer persönlich abgegeben haben und dafür einen Beleg in der Hand haben. Dann ist für Sie die Sache abgeschlossen und dann haben Sie jetzt auch erstmal keine Sorgen mehr. Dann haben Sie alles getan, was Sie tun müssen und tun können. Ja, also auch das bitte nicht unterschätzen. Ich kenne das Ganze noch aus meinem Studium, wo es nicht um eine Projektarbeit ging, sondern um Diplomarbeiten, wo dann irgendwie, da gab es noch ein Postamt, das hatte bis 12 Uhr auf und da sind Leute dann um 11 Uhr losgefahren und dann um 5 vor 12 dann ins Postamt rein, um diese Arbeit dann wirklich, also da gab es Geschichten in allerletzter Minute, dass da Leute ihre Diplomarbeit abgegeben haben. Das ist ein unglaublicher Stress, den Sie sich nicht antun müssen, wenn Sie von vornherein wissen, dass es auch diesen letzten Tag gibt und dass es diese Optimierungsphase gibt. Und darüber wollte ich eigentlich sprechen. 5 bis 6 Tage Optimierung soll mal so eine Richtgröße sein. Wenn Sie Erfahrung haben, es gibt Leute, die schaffen das auch in 4 oder in 3 Tagen. Aber es ist gut, wenn Sie diese Zeit einplanen. Im Rahmen der Optimierung müssen Sie sich nämlich um diese ganzen formalen Feinheiten kümmern und das kann tückisch sein. Sie brauchen ein Abbildungsverzeichnis, Sie brauchen ein Tabellenverzeichnis, Sie brauchen ein Abkürzungsverzeichnis. Ja, also hier diese Verzeichnisse, ja, wie ich gerade erwähnt habe, muss ich jetzt nicht alles da hinschreiben. Ne? So, diese Verzeichnisse. Diese Verzeichnisse sollten auch oder müssen durchnummeriert sein innerhalb der Arbeit. Das heißt, Sie müssen einen speziellen Prüfschritt machen, indem Sie Ihre Arbeit am Bildschirm durchscrollen und dabei gar nicht den Text mehr lesen, sondern nur schauen, ob Ihre Verzeichnisse richtig hintereinander durchnummeriert sind. Sie müssen auch schauen, ob Ihre Gliederung, die Gliederung wird ja dann zum Inhaltsverzeichnis, ob diese Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, ob diese Seitenzahlen das halten, was Sie versprechen. Das heißt, wenn Sie schreiben, auf Seite 8 geht diese Zwischenüberschrift los, dann muss das auch so sein. Ja? Wissen Sie, was erfahrene Prüfer machen? Erfahrene Prüfer kopieren sich ihr Inhaltsverzeichnis und haben das immer daneben liegen, während sie ihre Arbeit lesen. Die blättern also nicht nach vorne, sondern haben das Inhaltsverzeichnis direkt daneben liegen. Die Struktur, sehen immer, ob diese Struktur schlüssig ist und sehen auch, ob die Seitenzahlen stimmen. Ja, das geht nämlich schief, wenn man das hier alles unter Zeitdruck macht. Ja, der Sinn dieses Videos ist vor allem,
damit sie sehen, dass es eine Optimierungsphase gibt, dass man auch Zeit für die Abgabe braucht, wie gerade erläutert, aber vor allem, dass es diese Optimierungsphase gibt und dass man das möglichst ohne großen Zeitdruck machen sollte. Weil hier wirklich sehr viele Details zu beachten sind, damit sie wirklich eine saubere Arbeit haben. So, dann gibt es noch sowas, die Seitenumbrüche. Wenn Sie nämlich, was Sie sollten, in Ihrer Arbeit Abbildungen haben, dann ist das ein bisschen tückisch mit den Seitenumbrüchen, weil Sie Abbildungen und Tabellen und sowas nur ja, eigentlich gar nicht umbrechen können. Ja, Sie können ja nicht einen Teil der Abbildung unten auf der Seite machen und den Rest auf der nächsten Seite. Also ergibt sich daraus zwangsläufig, dass man Text hin und her schieben muss, dass man basteln muss, dass das einigermaßen passt. Dann die Sache mit den Kapitelüberschriften. Überschriften heißen Überschriften, weil sie über etwas stehen. Sie sollten also sehen, dass Sie nicht eine, sagen wir Ihren Gliederungspunkt drittens, unten auf einer Seite anfangen. Ja, da sollten also, sagen wir mal so, ungefähr noch 5 Zeilen kommen. Dann können Sie das machen. Aber wenn dann nur noch die Überschrift steht und dann eine Zeile darunter, dann ist das keine echte Überschrift, sondern müssen Sie hier die Seite umbrechen und dieses drittens, Ihre Kapitelüberschrift, muss auf die nächste Seite. Ja, Überschriften und wieder Seitenumbrüche. Ja, genauso sollten Sie achten auf die Wortumbrüche. Sie sollten mit Blocksatz arbeiten und Sie sollten Absätze schalten. Wenn man mit Blocksatz arbeitet, dann zieht diese Textverarbeitung Ihnen manchmal die Zeilen auseinander und auch die Worte auseinander, sodass Sie manchmal da auch Abstände zwischen den Worten haben, die nicht mehr schön aussehen. Also müssen Sie auf die Wortumbrüche achten, ja, dass Sie vielleicht ein Wort anders umbrechen, sodass es in die vorherige Zeile rutscht und die Abstände zwischen den Worten geringer werden. Das ist fummelig, ich weiß. Ja, aber hier müssen Sie diese Automatisierung nachkorrigieren und das zeigt uns, dass diese EDV, diese Software zwar eine Menge kann, aber einige Dinge wirklich der Nacharbeitung vorbehalten sind, damit das nachher wirklich sauber aussieht. Ja, es gibt keine Software, zumindest keine der üblichen, die Ihnen die Blocksätze genauso setzt, dass das picobello sauber aussieht. Man muss das mit der Hand nachkorrigieren. Möglicherweise kann man sowas programmieren. Ich will das gar nicht bestreiten, dass das möglich ist, aber es ist nicht programmiert. Möglicherweise auch, weil die Leute keine Lust dazu haben und wir ja dieses Zeug so oder so kaufen. Das weiß ich alles nicht. Sicher ist, dass Sie nachkorrigieren müssen. So, das ist jetzt mal ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was Sie in Ihrer Optimierungsphase machen müssen. Ja, und es kann auch sein, dass Sie an mancher Stelle vielleicht sogar noch eine Abbildung einfügen oder eine Tabelle einfügen, weil das den Text auflockert und weil manche Sachen danach schreien, die schreien nach einem Balkendiagramm, die schreien nach einem Tortendiagramm und das sollten Sie dann wirklich auch da einfügen. Jede Abbildung erzeugt aber wieder einen Wechsel in der Nummerierung, eine Änderung in der Nummerierung und muss wieder ins Abbildungsverzeichnis. Ja, das gleiche gilt für Tabellen. Aber es kann sinnvoll sein, wenn man den Text runtergeschrieben hat, dass man dann sich um Abbildungen und Tabellen kümmert, damit das Ganze auch lesbar wird, damit es ein bisschen ja, genießbar wird. Ja? Essen kochen ist eine Sache, aber Essen auch anrichten, so ein bisschen Petersilie drüber streuen und das so ein bisschen nett zurechtmachen. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, hier an der Stelle noch eine Abbildung, macht das Ganze für den Leser, für das Auge netter zurecht. Sie haben das zwar im Text gesagt, ja können Sie auch immer sagen, habe ich doch gesagt. Aber ja, diese Aufbereitung macht viel aus, ja, auch für den subjektiven Eindruck. So, das ist also ein Überblick mal über Ihre Optimierungsphase. Und je mehr Zeit Sie dafür reservieren und je mehr Zeit Sie hier investieren, desto besser wird tendenziell auch Ihre Arbeit. Ja, und das ist eben ein Punkt, diese dritte Phase hier,
die viele völlig unterschätzen. Ja, was man da so alles noch machen kann, vielleicht sogar sollte, damit man nicht nur eine Arbeit abliefert, sondern eine gute Arbeit. Ja, bis hier haben Sie eine Arbeit. Und wenn Sie diesen Schritt hier noch durchlaufen, dann haben Sie am Ende eine gute Arbeit. Und wenn Sie dann den vierten Schritt mit dem Abgeben noch bewältigen, dann haben Sie eine gute Arbeit abgegeben und dürfen sich auch in aller Regel auf eine gute Note freuen. Und das wünsche ich Ihnen auch. Deswegen unterschätzen Sie den dritten und auch bitte den vierten Punkt nicht. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.